Hallo Leute, willkommen zurück im Epos von Matter von Dirhem. Ja, nach einem gar nicht so schlechten Angriff beim letzten Mal sind wir wieder auf dem Weg auf der Richtungsroute Norden und schauen, was hier so geht. Der Angriff war gar nicht so schlecht beim letzten Mal, denn wir haben, glaube ich, ungefähr 50, 60, wenn nicht sogar 70 Mann töten können vom Feind. Die Burg scheint wesentlich einfacher einzunehmen als die anderen beiden im Osten. Einfach von der Spielmechanik her, einfach weil die Wegfindung und das ist so eine Rampe, man kann da leichter hochballern, wirkt alles relativ einfach. Ja, müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Ja, wir haben natürlich Verluste erlitten, aber die sind ersetzbar. Wir werden sie jetzt mal hier mit ein paar im Norden. Habe ich mir jetzt einfach vorgenommen, hier jetzt Vaegir-Truppen zu nehmen. Und dann schauen wir doch mal, was hier alles so geht. Hier gibt es ein paar Tundra-Banditen. Ich weiß nicht, wo wir uns mit denen anlegen sollen, aber ich glaube, das ist eine kleine Geldspritze, die wir uns gönnen können. Also die Ausrüstung von denen. Da die auch abhauen, glaube ich schon, dass wir denen überlegen sind. So, wir haben ja doch ein paar Ritter, die lassen wir gut antreten. Und dann schon mal nach vorne. Okay, wir machen das anders. Bogenschützen können schon mal zum Angriff übergehen. Ups. Und die Ritter fallen jetzt hier schön von der Flanke rein. Möglichst wenig Verluste wären schön. Ein Zwardischer Waffenknecht ist schon zu viel. Schon ein Verlust zu viel. Und noch ein Wachmann. Das sind eben halt nicht wenige, ne? Die können halt mit so blöden Speeren werfen und so. Ja gut, doch mehr verloren, als ich wirklich gehofft hatte, aber es waren auch echt, eigentlich waren es auch eine Menge. Dementsprechend gibt es auch hoffentlich eine Menge gute Sachen. Aber das muss auch langfristig eigentlich unser Ziel sein hier, die Banditen. Denn, also dass wir uns immer mal wieder so eine Horde schnappen, ungeachtet der Verluste, einfach weil ja, wir das Geld einfach brauchen, ne? Und jetzt werden auch wieder eine Menge Leute aufgelevelt sein. Drei, guck mal, wir haben drei Männer verloren. Naja, ist, denke ich, noch im Rahmen. Auch wenn es ein Waffenknecht drunter war, was ungünstig ist. Klar. Da haben wir einen weiteren Ritter jetzt bekommen. Ist immer eine Abwägungssache, ist ganz klar. Ja, die teilen wir uns auch mal auf. Ja, guck mal hier, das ganze Zeug nehmen wir mit. Das wird doch ein bisschen was bringen. Ja, wie gesagt, die Burg soll eigentlich mir gehören. Ich habe die Burg Rheindi beim letzten Mal dem Grafen Stammer gegeben. Das hatten wir sowieso eigentlich vor. Aber jetzt über diesen offiziellen politischen Kanal habe ich die ihm gegeben, damit ich noch mal ein paar Pluspunkte bei dem Graf Devilan, der uns da ja begleitet hatte. Ah, guck mal. Da ist Boyar Clargus. Boyar Clargus, war das nicht mal Emil Clargus? Naja, Boyar Clargus.
der Seitenwechsler hier jetzt in Kudan. Das finde ich ja witzig. Früchte und Fisch nehmen wir mal mit. Die Früchte nehmen wir auch mit. Lalalalalalalala. Ja, wir haben den Auftrag bekommen. Oh, uiuiui. Der Wochenlohn ist jetzt aber reingegangen. Zum Glück keine Schulden gemacht. Tja. Ja, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Burg Boja Klagus. Ich dachte schon, das Wappen kenne ich da irgendwo. Hat uns den Auftrag gegeben, jetzt dort hinten etwas auszunehmen. Wir alle wissen von dem Grafen Schrägstrich Emir Schrägstrich Boja, dass er jemand ist, der nicht so wirklich in die Kriege zieht, den es nicht so wirklich in die Kriege zieht. Daher denke ich mal, dass er später noch da sein wird. Hier gibt es einen Lösegeldvermittler. Seht mal einer an. Sehr gut. Das bringt uns wieder genug Geld ein, damit wir auch hier die Lanzknecht-Armbrustschützen mitnehmen können. Supi. Ein Buchhändler gibt es ja auch, aber im Moment sind wir am Krieg interessiert und nicht am Lesen. So, wir können upgraden. Ja, wir müssten uns eigentlich auch mal ausruhen. Hilft dir alles nichts. Wir warten mal hier eine Weile. Bis zum nächsten Tag. Und dann. Super. Und dann geht's los. Warte mal eben. Wir müssen eine Dame aufsuchen. Lady Elina. In Tier. Nee, das ist nicht die Dame von hier. Aber wir mussten uns jetzt mal ein bisschen ausruhen, gerade mal, damit es hier gut weitergehen kann. Wir wollen nämlich das Tundra-Banditenlager hier ausheben. Ja, die fliehen doch alle vor uns. Die haben doch nichts gegen uns vorzubringen. Ymira ist eine Stufe aufgestiegen, das finde ich gut. Was hast du denn für Lederhandschuhe? Guck mal. Ganz billige Lederhandschuhe, das ist ja unglaublich. Wundbehandlung nehmen wir mal mit und Chirurgie kann sie auch noch mal ein bisschen besser werden. Weiß ich nicht, warum ich das geskillt habe. Ich weiß, zu Beginn hatte ich übrigens mal gesagt, dass ich irgendwann so drei Einheiten haben möchte. Also so drei verschiedene Infanterieeinheiten, zwei Fernkämpfereinheiten, damit ich die auf dem Schlachtfeld richtig gut positionieren und aufstellen kann. Ich muss halt mittlerweile einfach auch sagen, dass ja, dass ich mir das alles ein bisschen schneller vorgestellt habe, dass ich eben schneller zu einer Burg komme, weil ich das in meinen Erinnerungen auch irgendwie drin habe. Und wenn ich jetzt mir das hier so angucke, dass ich jetzt hier schon mittlerweile irgendwie hier, ich glaube, das hier ist jetzt Folge 65 oder 64. Was natürlich cool ist für das Let's Play, für das Longplay sogar, wie ich es ja nenne. Hier schon über 60 Folgen gemacht zu haben, das finde ich super cool. Und für mich ist das Spiel auch einfach wahnsinnig unterhaltsam. Also die Grafik sieht natürlich noch so ein bisschen Gothic-mäßig aus. Wenn die sogar schlechter. Ah, Jeremos ist besiegt worden. Diesen blöden. Okay, und zurückfallen. Wir lassen uns wieder hinter dem Berg hier zurückfallen. Kaputt gehen. Hat aber auch
Okay, dann gehen wir mal weiter. Uiuiui, da hinten stehen zwei. Ich glaube, das sind keine Fernkämpfer. Alles keine Fernkämpfer, sehr gut. Und Steinchen. So, bei den Temperaturen hier nackig drin. Uns gespawnt. Ich schmeiße mit Steinen, aber da schießen noch ein paar. Ist tatsächlich noch ein Bogenschütze. Aber der schießt nicht auf uns. Wurde echt einer mit einem Stein umgeworfen. Ich hätte einen Helm ausgerüstet. So, ich wurde von links irgendwo geschossen, Leute. Ah, von da. Müsste der letzte aber dann auch sein. Ja, okay. Wie viel habe ich getötet? Ich muss einmal kurz gucken. 28. Haben wir getötet. Na gut, ich bin der Letzte, der steht, aber so muss ja auch sein, ne? Doch, es lebt noch einer. Ich habe es jetzt gerade gar nicht gesehen. Es leben sogar noch zwei. Da hinten. Zwei Feinde. Nun gut. Stehen die beide da hinten? Ich sehe nirgendwo sonst einen. Oh, der hat einen Pfeil und Bogen oder was? Mal den einen noch erstmal rankommen, einen anderen anfangen. Ups. Die 5 Schaden hätte ich mir auch sparen können. Subi, jetzt haben wir es aber. 31 Gegner. Aber wir kriegen Besitztümer. Wir kriegen bestimmt auch ein bisschen Nahrung. Ist doch bestimmt hier auch. Nein, wir haben keine Nahrung. Nun denn. Dann eben nicht. Doch, da ist Brot, Leute. Brot, Brot, Brot. Dann ist die Frage, ist der andere Lord oder Boyar auch hier? Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Weil das ist gerade, finde ich, näher und liegt mehr auf dem Weg als das da hinten. Mehr Leute. Rohe Seide für 66. Die nehmen wir mit, Leute. Die packen wir uns ein. Felle können wir auch mitnehmen. Wolltuch scheint mir jetzt nicht angemessen zu sein. Naja, gut. Ich musste mal schnell einmal gucken, ob wir überhaupt genug Geld haben. Der ist auf der Flucht und läuft mir hinterher. Das finde ich auch. Das ist ein selten simpler Humor. Gut, wenn dieser gute Lord hier nämlich ist, dann werden wir auch das Seeräuberlager nochmal ausheben. Denn das Geld können wir gut gebrauchen. Ich weiß gerade gar nicht. Ist er das? Akkadan? Gleich mal gucken. Nee, Boyar Wulldraht. Aber wir können ja also gucken, ob seine Frau zu Hause ist und dann können wir schauen, wo er in der Nähe, ob er in der Nähe ist oder nicht. Lady Katja. Achso, das ist wahrscheinlich von Wuldrat. Jeribe. Burg Jeribe. Mal kurz gucken, wo ist denn Burg Jeribe? Bulugard. Dann schauen wir doch einfach mal wieder den Klassiker. Riverrecht.
Feuerhuldraht. Und der ist in der Nähe von Burg Jeribe. Burg Jeribe. Ach so, jetzt weiß ich's. Da ist Burg Jeribe. Dann ist er ja doch hier in der Ecke. Aber erstmal können wir ein bisschen was verkaufen. 142. Was wollen die hier? Was nehmen die hier für die Rohseide? 120 nur. Die nehmen wir mit in den Süden, Leute. Aber die Felle können wir, glaube ich, ganz gut verkaufen hier. Ja. Okay, eine Schenke muss ich eigentlich nicht. Was haben wir hier? Landsknecht, Reiter. Brauchen wir auch nicht. Wahrscheinlich wird es gerade wieder Abend, aber wir gehen mal Richtung Burg Jeribe. Jeribe. Zum Burg Jeribe. Gehen wir. Und nur 4 Bauern sieht man auch nicht oft, ne? Normalerweise sind das mindestens immer mal 10. Salz. Hier ist nochmal Wolle. Nehmen wir mal mit. Ein bisschen Handelswaren. Aber ich glaube, theoretisch könnten wir eigentlich auch diese ganzen Felle, diese ganzen Pferde, die wir haben, auch verkaufen. Wenn ich mir die Pferde so anschaue. Ich möchte gern bei Tag reisen. Ist er das? Nee, Boah, ja, Acker da. Er wurde irgendwo gekämpft. Ich habe es aber nicht mehr gesehen, wo. Da ist er. Da ist auch Boyar Vuldrat. Und guck mal, Boyar Klargus. Nee, der hat nichts zu tun für uns, aber da ist doch Boyar Klargus. Guter Mann, guter Mann. Ich hoffe nur, das sollten wir irgendwann mal doch ein König sein, dass er nicht unbedingt unser Gefolgsmann ist. Er scheint doch recht schnell die Seiten zu wechseln, der Gute. Ich frage mich, warum. Ja, wahrscheinlich hat ihm der wie kann die Geschichte von ihm gewesen sein? Wahrscheinlich hat ihm der Sultan hat ihm, weil Sunu ja noch. Sunu ist ja, glaube ich, noch. Oh, hier gibt es Eisen auch noch. Nehmen wir auch mal mit. Und das Korn nehmen wir auch noch mit. Sunu hat ihm ja gehört, ne? Wahrscheinlich wurde ihm das weggenommen vom Sultan. Und einem anderen Emir gegeben. Und dann ist er gegangen, weil er das nicht annehmen konnte. Wo bin ich denn jetzt? Ja, wenn man mal nicht mehr weiß, wo man ist, dann geht man einfach, klickt man einfach dorthin auf diesen Kompass und dann scrollt er raus und dann läuft er auch immer in Richtung des Kompass. Muss er sich gut überlegen. Da ist er, Boyar Klargus. Der reitet durch den Wald und wir können jetzt hier mal schön sehen, wie wir hier von links unheimlich gut aufholen können, weil wir nicht durch den Wald reiten. Ne? Also es macht schon Sinn, ein bisschen aufzupassen, wo man so hingeht und was man da so tut. Gut, jedenfalls die 1000 Dinare nehmen wir uns noch mit. Ja, so viel zum, gerade sage ich es noch, wo man, dass man aufpasst und so. Und zack, sind wir im Wald. Und er ist außerhalb des Waldes. Naja, wir werden ihn ja gleich spätestens bei Kudan werden wir ihn ja kriegen. Ah, er kommt uns sogar nochmal entgegen. Supi. Freuen wir uns. Und Ayalen ist eine Stufe aufgestiegen. Viel Glück auf euren Reisen und er mag uns auch. Oh. Wieso wird denn das überfallen hier? Von wem eigentlich? Achso, von 47 Mann wird das überfallen. Wo reitet denn der gute Klargus hin? Ist nicht unser Problem. Es ist sein Land. Naja, mit der Einstellung, als ich als Sultan hätte ihm natürlich das auch weg. Reiten 3. Wir können ihn auf Reiten 4 setzen. Sehr gut. Und dann können wir ihm auch gleich ein Viererpferd geben. 165, 136, 39. Können wir ihm noch dieses tolle Schlachtroß geben. Dem guten Ayalen. Und wir können auch des Weiteren Swadische Ritter, Armbrustschützen und noch ein bisschen anderes Zeug upgraden. Okay. Alles klar, Leute. Dann wollen wir mal sehen, ob wir in der nächsten Folge, ob wir jetzt wieder stark genug sind, dass wir in der nächsten Folge wieder
die Burg Tilbaut uns nochmal vornehmen können. Schauen wir jetzt schon mal einmal gerade. Na, vielleicht, wenn wir einen Feldzug ausrufen und uns der gute Graf Dirgut dann doch unterstützt. Aber das alles beim nächsten Mal, wenn wir wieder sehen, wie weit es der kleine, ja, lumpenbepackte Bauer oder von unserer ersten Folge jetzt schon gebracht hat. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.